Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, heute auf Deck 6 im Internationalen Maritimen Museum in Hamburg. Wir stehen vor dem Modell der Capolonio, zu dessen Geschichte ich Ihnen heute ein bisschen was erzählen möchte. Wir fangen nicht gleich mit der Capolonio an. Ich erzähle Ihnen erstmal, wie es dazu kam, dass die Capolonio gebaut wurde und welches die Reederei war, die dieses tolle Schiff letztendlich bestellt hat. Wir schreiben das Jahr 1871, es ist das Gründungsjahr des Deutschen Kaiserreichs und das stetig wachsende Handelsvolumen zwischen Deutschland und Südamerika, dem stehen nur 200 Tonnen Segelschiffe zur Verfügung. Deshalb entschließen sich 11 Hamburger Kaufleute, ein Unternehmen zu gründen, die Hamburg-Südamerikanische Dampfschifffahrtsgesellschaft. Am 4. November 1871 treffen sie sich bei einem Notar in Hamburg und gründen dieses Unternehmen, das die Verbindung zwischen Hamburg und Brasilien und den La Plata-Staaten schaffen soll. Mit dem Startkapital kaufen sie 3 kleinere Dampfschiffe. Es ist die Rio, die Santos und die Brasilien zwischen 960 und 1300 Bruttoregistertonnen. Ziel dieser Gesellschaft ist der monatliche Dienst zwischen Hamburg, Brasilien und den La Plata-Staaten. Und das ist sehr erfolgreich. Sie fahren über Lissabon nach Rio, Bahia und Santos. Und Ende des Jahrhunderts haben sie bereits 32 Schiffe mit insgesamt 124.000 Bruttoregistertonnen. Jedes Jahr sind es rund 117 Rundreisen, die sie machen. Das heißt, Rundreise ist von Hamburg über Südamerika zurück nach Hamburg. Das ist jeweils eine Rundreise. Im Jahr 1888 passiert für die Hamburg Süd etwas ganz Fantastisches. Der brasilianische Kaiser Dom Pedro II. Sieht die außerordentliche Bedeutung der Hamburg Süd für Brasilien. Und er stellt in einem Sondervertrag sicher, dass die Hamburg Süd Bewegungs- und weitgehende Handlungsfreiheit in allen brasilianischen Gewässern erhält. Das ist etwas ganz Außerordentliches zwischen einem brasilianischen Kaiser und einem Unternehmen, einem deutschen Unternehmen, einem privaten Unternehmen und wird einmalig bleiben. Hauptladungsgüter aus Südamerika nach Europa sind zu der Zeit Kaffee aus Brasilien und Fleisch aus Argentinien, Paraguay und Uruguay. Die Hamburg Süd setzte von Anfang an auf kombinierte Ladung, das heißt Ladung und Passagiere. In den ersten 30 Jahren, in den ersten 3 Jahrzehnten war es weitgehend die Beförderung von Ladung und dann war es die Bedeutung der Passagierschifffahrt, die zunehmend wuchs. Von 1901 bis 1913 dominierte sie ganz stark. Da waren unter anderem die Golondrinas, genannt Golondrinas, übersetzt die Schwalben, aus Spanien und Portugal, die nach Brasilien gingen, um dort zur Kaffeeernte zu helfen. Gleichzeitig begann die Zeit der Auswanderer. Die Lockerung der Immigrationsgesetze half dabei natürlich. Wie viele Deutsche letztendlich im 19. und 20. Jahrhundert auswanderten, ist nie so genau erfasst worden. Es sind zwischen 200.000 und 400.000 gewesen. Mit dem ständig steigenden Bedarf an Schiffen für Passagiere setzte die Hamburg Süd mit Erfolg die Neubauten der Cap-Klasse ein. Diese setzten Maßstäbe an Schnelligkeit, Größe und Komfort.
Und es gab etwas ganz Neues in der Tradition der Hamburg Süd, die Namensgebung der Schiffe. Die Schiffe wurden benannt nach Landspitzen, Häfen, Bergen und sonstigen topografischen Besonderheiten in den Fahrtgebieten der Hamburg Süd. Im 20. Jahrhundert wurde auf eine ganz neue Art gereist. Die Luxushotels in Paris, das Ritz zum Beispiel, in London das Ritz, in Berlin das Adlon, in Hamburg das Atlantik. Sie boten jeglichen Komfort. Das wollten die reichen Südamerikaner auch auf ihren Reisen haben. Deswegen wurde die Ausstattung der Schiffe entsprechend konzipiert. Im Jahr 1906 lief die Capilano vom Stapel, ein Jahr später die Capacona 1. Sie brachten es auf 15 Knoten und hatten eine beeindruckende Innenausstattung. Mit 10.000 Bruttoregistertonnen jeweils waren sie die Spitzenschiffe in der La Plata-Fahrt. Dann kam das Zeitalter der großen Kapp-Schnelldampfer, die fast ausschließlich auf die Beförderung von Passagieren ausgelegt waren. Diese Erfolge machten es der Hamburg Süd leicht, zwischen 1910 und 14 drei Kapp-Schnelldampfer zu bestellen und einzusetzen. Zuerst die Kapp Finisterre mit 14.500 Bruttoregistertonnen und 17 Knoten Geschwindigkeit. Im November 1911 fuhr die Kapp Finisterre mit 1350 Passagieren an Bord in nur 13,5 Tagen nach Buenos Aires. Es war die schnellste Überfahrt, die es jemals gegeben hatte. Und damit war es das Flaggschiff der Hamburg Süd in der Südamerika-Fahrt. Am Vorabend des Ersten Weltkriegs hatte die Hamburg Süd bereits 61 Schiffe. Jeden zweiten Tag verließ ein Hamburg-Südschiff den Hamburger Hafen. Die rot-weißen Flaggen waren berühmt. Die Schiffe fuhren in die neue Welt. 1910 transportierte die Hamburg Süd 43.000 Passagiere. 1911 waren es 58.000 und 1912 waren es schon 82.000. Doch zurück, jetzt kommt die Capolonio ins Spiel. 1912 hatte die Hamburg Süd die Capolonio bei Blum und Voss bestellt. Sie sollte das erste Schiff sein, das die 20.000 Bruttoregistertonnen überschritt. Mit 20.576 Bruttoregistertonnen war sie das größte Schiff der Hamburg Süd. Mit einer Länge von 202 Metern, einer Breite von 22 Metern, einem Tiefgang von 8,90 Meter, brachte sie es auf 17.850 PS. Eine Wahnsinnsleistung zu dieser Zeit. Die Tragfähigkeit war 8.250 Tonnen Deadweight. Die Schiffe Kap Finisterre, Kap Trafalgar, Kap Polonio, sie wurden die Königinnen des Südatlantik genannt. Sie hatten einen legendären Ruf in der Passagierschifffahrt. Am 25. März 1914 lief dann die Capolonio bei Blum und Voss vom Stapel. Ein Luxusdampfer von erlesener Schönheit, Sie sehen ihn hier, und mit Ausmaßen, die nie zuvor in Hamburg gebaut waren. Dann kam die Probefahrt. Bei dieser Probefahrt überraschte der Kriegsausbruch im Sommer 1914 das Schiff. Es blieb unfertig liegen und wurde erstmal nicht weitergebaut. Bis Februar 2015 wurde die Capolonio unter dem Namen Vineta fertig als Hilfskreuzer. Der dritte hintere Schornstein, der wurde zur Tarnung ausgebaut.
Allerdings kam sie wegen zu geringer Geschwindigkeit nicht zum Einsatz. Die für 19 Knoten ausgelegte Maschine brachte es nicht mal auf 17 Knoten. Und das war zu wenig, um als Hilfskreuzer eingesetzt zu werden. 1916 wurde sie dann als Capolonio fertiggestellt, hatte aber anschließend auch keine Beschäftigung. Als 1918 der Krieg endet mit dem Waffenstillstand, hat die deutsche Handelsflotte, die 1914 4.935 Schiffe hatte, mit insgesamt 5,2 Millionen Bruttoregistertonnen, nur noch 2,8 Millionen Bruttoregistertonnen. Der Rest war durch Aufbringung, Internierung, Untergang, Beschlagnahmung verloren gegangen. Die Hamburg Süd hatte noch eine Tonnage von 140.000 Tonnen oder Bruttoregistertonnen. Die Trierer Verhandlungen 1919 über eine Verlängerung des Waffenstillstands, da müssen die deutschen Unterhändler die Schiffe zur Verfügung stellen, um den Lebensmitteltransport für Europa sicherzustellen. Das erwarten die Alliierten. Die Reedereien haben überhaupt keine Verfügungsgewalt mehr über ihre Schiffe. Mit dem Versailler Vertrag werden alle Schiffe, alle Seeschiffe über 1600 Bruttoregistertonnen abgeliefert. Die zwischen 1000 und 1599 müssen zur Hälfte abgeliefert werden und die im Bau befindlichen auch alle nach ihrer Fertigstellung. Die Reichsregierung erlässt ein entsprechendes Gesetz der Enteignung, sichert aber gleichzeitig den Reedereien eine angemessene Entschädigung zu. Trotzdem verliert die Hamburg Süd den Rest ihrer Seeschiffe. Das Reedereiabfindungsgesetz von 1921 ist dann der Grundstein für den Neubeginn, den Wiederaufbau der deutschen Seeschifffahrt. Von den 12 Milliarden Mark, die zur Verfügung stehen, sind 10%, um Schiffe zurückzukaufen, die ins Ausland gebracht wurden. Und der Rest dient dem Wiederaufbau der Flotte mit Neubauten, die auf deutschen Werften gemacht werden. Die Hamburg Süd bekommt die Möglichkeit, in England die 4 abgelieferten Schiffe zurückzukaufen. Unter anderem auch die Capolonio, die von der Royal Navy genutzt war, um die Truppen nach Indien zu bringen. Aber sie verstanden nichts mit diesem Schiff anzufangen. Der große Dampfer, so hieß es in einem englischen Bericht, der muss mehrere Wochen in Dakar liegen und in anderen Häfen, damit die Befeuerungsanlage repariert werden kann. Kein Mensch kannte sich mit diesem Schiff aus. Und es hatte nie seine vorgesehenen 18 Knoten erreicht. Höchstens 10, also es wurden immer weniger. Die Reisen nach Indien und Afrika waren für die Royal Navy ein Desaster und dauerten viel zu lange. Also legten sie die Capolonio nach Liverpool und dort wartete sie auf die Verschrottung. Das hatte die Hamburg Süd gehört und freute sich. John Eggert ging also nach Liverpool 1921 und für dieses unbrauchbare Schiff, wie es die Engländer bezeichneten, brauchte er keine allzu hohe Summe, um es zurückzukaufen. Am 20. Juli 1921 zogen Hochseeschlepper die Capolonio von Liverpool nach Hamburg. Dort ging sie in die Werft Blum und Voss und wurde general überholt. Statt ominöser Kohlefeuerung setzte man jetzt auf eine Ölverbrennungsanlage. Die fähigsten deutschen Schiffbauer arbeiteten an der Grundüberholung dieses imposanten Schiffes
Nach der Renovierung hatte die Capolonio 20.000 PS und die Inneneinrichtung bot allen erdenklichen Komfort. Es war das Musterbeispiel für technische und ästhetische Können im Schiffbau seiner Zeit. Und was noch fantastischer ist, bei den Probefahrten bringt die Antriebsanlage wirklich die geforderte Leistung, 19 bis 20 Knoten. 1922, 8 Jahre nach dem Stapellauf, geht die generalüberholte Capolonio das erste Mal, oder das macht man ja nur einmal, sie geht auf ihre Jungfernfahrt unter der Flagge der Hamburg Süd. Mit 460 Mann Besatzung, 356 Passagieren der ersten Klasse, 250 der zweiten Klasse und 949 im Zwischendeck. Ein Schifffahrtsbericht aus dem Jahr 1922 nennt den Ozeanriesen das modernste und größte Schiff der neuen deutschen Handelsflotte. Besonders interessant waren die hohe Lage der Speisesäle. Das sieht man hier. Dort schlossen sich entsprechende Anrichte, Proviant- und Kühlräume an. Es gab Rauch- und Damensalons, Kinderzimmer, Aufenthaltsräume für Nichtraucher, ein Verandacafé, Turmsäle, Schwimmbad und große Plätze für Luft- und Sonnenbäder. Die Wände des Wintergartens mit Marmor verkleidet, mit geschmackvollen Korb- und Polstermöbeln ausgestattet, wurde von einer Glaskuppel mit künstlerischer Buntverglasung überdacht. Durch den Umbau der Capolonio wurden Gesellschaftsräume und Luxus-Apartments geschaffen, deren Einrichtung zu den schönsten und ausgesuchtesten gehörte, was je auf einem Schiff an Innenarchitektur gezeigt wurde. Wir schreiben den einen Sommertag im Jahr 1921. Der ehemalige Kapitän der Capilano, Ernst Rollin, nach dem Krieg in der argentinischen und paraguayischen Flussschifffahrt tätig, erhielt eine eilige Aufforderung, sich sofort und umgehend bei der Agentur Delfino in Buenos Aires zu melden. Delfino war Ewigkeiten die Agentur, eine sehr bekannte Agentur für die Hamburg Süd in Buenos Aires. Er sollte das Kommando der Capolonio übernehmen. Rollin war ein sehr sprachkundiger Mann, der sich in den La Plata standen, sehr gut auskannte und auch die Mentalität der Südamerikaner wie seine Heimat kannte. Nach Ansicht der Hamburg Süd war er der geeignete Mann, das tollste, größte Objekt der Hamburg Süd zu übernehmen. Man wollte es ihm anvertrauen. Am 17. September 1922 brach die Capolonio dann zu ihrer ersten Reise über den Atlantik nach Südamerika auf. Es war ein Triumphzug. Allein in der Weg dorthin, in Santa Cruz auf Teneriffa, waren tausende Menschen gekommen. Noch nie hatte ein Schiff dieser Größenordnung auf Teneriffa angelegt. Sie wollten dieses Schiff sehen. Der Triumphzug setzte sich in allen südamerikanischen Häfen fort. Die Hamburg Süd war wieder da, mit ihr war zu rechnen. Im Dezember 1922 bot die Hamburg Süd dann das erste Mal eine dreiwöchige Kreuzfahrt von Buenos Aires nach Feuerland und die Magellanstraße an. Das setzte sich fort mit weiteren Fahrten im darauffolgenden Jahr auch. Und es war eine ganz neue Art zu reisen. Ein Tourismus, der auch für die wohlbetuchten Südamerikaner etwas Fantastisches darstellte. Und für die Hamburg Süd erschloss sich damit eine lukrative Einnahmequelle. Ein interessantes Dokument zeigt unter anderem, dass auch sehr berühmte Leute an Bord waren.
1925. Es ist das Einreisedokument. Dr. Albert Einstein, der berühmte Physiker. Ankunft in Buenos Aires am 25. März. Dampfschiff Capolonio, Geschlecht männlich, Alter 45, Zivilstand verheiratet, kann lesen ja, kann schreiben ja. Welche Sprachen spricht er? Deutsch, Französisch, Spanisch. Damals, 1925, war er, der Physiker, auf dem Höhepunkt seines Ruhms. Auf der Capolonio war er selbstverständlich erste Klasse gereist. Seine Gesundheit sei gut, stand ebenfalls noch in dem Dokument, und er hätte keinerlei Defekt. Zweck der Reise: Besuch. Einstein war damals für einen Monat nach Argentinien gereist. Er wurde herumgereicht für Vorträge und er ließ sich feiern. Er war eben nicht der Einzige, der auf den Schiffen der Hamburg Süd oder auf der Capolonio gefahren ist. Es waren immer wieder sehr berühmte Leute, die den Atlantik überquerten. Am 18. Juni 1926 verlässt die Capolonio zu ihrer längsten Kreuzfahrt, die sie je gemacht hat, Buenos Aires über Montevideo, Santos, Rio de Janeiro, Las Palmas, Madeira, San Sebastian, Boulogne, Hamburg, die skandinavischen Länder, weiter nach Helsinki, Leningrad und zurück wieder über Hamburg, Bologna, La Coruña, Vigo und Lissabon. Am 4. Oktober endet dieses einmalige Unterfangen nach 4 Monaten. 1927 wird auf der Capolonio der erste Kurzwellensender installiert. Es ist gleichzeitig das Jahr und der Höhepunkt dieses erfolgsverwöhnten und ertragsreichsten Schiffes der Hamburg Süd, denn sie bekommt Konkurrenz. Es ist die Cap Arcona. Wir sehen die Cap Arcona gegenüber der Capolonio hier im Museum auf Deck 6. Aber die Cap Arcona ist nicht nur größer und stiehlt der Capolonio ein wenig die Show. Die Capolonio verliert auch ihren berühmten Kapitän Ernst Rollin. Er übernimmt als Kommodore das Kommando der Cap Arcona. Im Jahr 1928, das nur mal so eingeschoben, wird übrigens nach langem Bemühen die Überseebrücke in Hamburg fertiggestellt. Sie ist für Südamerika-Passagiere da, die werden dort abgefertigt, und auch alle Kreuzfahrtschiffe mit mehr als 1000 Fahrgästen. 1931 wird die Capolonio von Grund auf überholt, aber wegen der wirtschaftlichen Depressionen aufgelegt. Sie wird im August 1933 für kurze Zeit als Ausstellungsschiff für die Braune Messe in Hamburg an die Überseebrücke gelegt. Diese Messe soll der Wirtschaft neue Impulse geben und sie wird ein Riesenerfolg für die Capolonio, denn es reisen tausende Besucher an, um dieses Schiff zu besichtigen. Die Hamburger, die deutschen Besucher, die alle von diesem Schiff gehört haben, die es sehr oft in Hamburg im Hafen gesehen haben, haben jetzt die Möglichkeit zu einer Besichtigung des Schiffes für 30 Pfennig pro Person. Und das Problem ist, dass sie leider da nicht länger liegen kann, weil dieser Ansturm der Menschen die Sicherheitskräfte vollkommen überfordert. Damit hatte niemand gerechnet. Das
Danach wird sie nicht mehr eingesetzt. Aber am 21. Juni 1935 schlägt die letzte Stunde der Capolonia. Dieser legendäre Dampfer mit seinem unvergleichlichen Schicksal wird an die Firma Stern in Essen verkauft, zum Abbruch. Der Abbruch findet statt an den Anlagen des norddeutschen Lloyd in Bremerhaven. Damit endet das Schicksal dieses legendären Schiffes, dessen Geschichte von vielen unwegsamen Ereignissen überrollt wurde, geprägt war. Meine Damen und Herren, die Hamburg Süd hat viele tolle Schiffe gehabt. Dies war eins davon. Wir werden sicherlich in den nächsten Monaten noch mehr sehen. Das Museum bekommt noch mehr Schiffe aus dem Hamburg Südbestand, die hier gezeigt werden und über die wir sicher zu berichten wissen. Aber zu diesem Schiff gibt es noch etwas Besonderes. Es gab einen Komponisten, Adolfo Rosqueas. Er hat sich so wohl gefühlt auf diesem Schiff, dass er der Capolonio einen Tango gewidmet hat. Und zum Abschluss meines Vortrags möchte ich Ihnen den gerne vorspielen. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen noch ein wunderschönes Wochenende. Vielen Dank.